Ich möchte auch was für sein. Ich möchte auch den Motor mit was aufnehmen. Wenn wir bedenken, dass wir die Spanier Zinsen jetzt bekommen haben, ist das notwendig, noch so eine Stadt zu haben? Was sagen Sie dazu? Ja, ich denke, der Weltspartag hat schon seine Bedeutung. Natürlich sind die Zinsen sehr, sehr gering, aber es ist ja auch ein hohes Maß an Sicherheit gegeben, nämlich dass man sein Geld bei einer Bank auf das Sparbuch legt, nämlich Sicherheit, dass man das Geld jederzeit auch abgeben kann. Und es wird natürlich auch hinter der Zeitpunkt kommen, wo man mehr Zinsen bekommt. Und es ist jetzt auch vielleicht ein Zeitpunkt, dass man investiert, dass man sagt, ja, ich habe mir etwas erspart, ich kann auch direkt mein Haus renovieren, ein neues Auto kaufen und so das Geld auch in entsprechender Form investieren. Also sparen macht natürlich Sinn, weil man dann auch in Zukunft für besondere Bedürfnisse Geld zur Verfügung hat. Sie haben heute mehrere Banken schon besucht, wie viele sind noch bereit? Na, es werden insgesamt 7 bis 8 Banken sein, die ich insgesamt besuche. Und es ist eigentlich immer interessant, man trifft Leute, mit denen man reden kann. Es haben Leute ein Anliegen, das sie auch vorbringen und auch mit Bankenvertretern über die Probleme zu reden, über die vielleicht mögliche Entwicklung der Zinsen, wann wird es diese Wende am Zinssektor geben und die Zinsen wieder steigen, wie sieht die gesamte wirtschaftliche Situation nicht nur im Burgenland, sondern auch in der Ostregion aus. Da sind oft auch interessante Wirtschaftsgespräche dabei. Dann weiß ich, dass Ihre Daten sind. Ich bedanke mich für die Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auch einen schönen Tag.